Am Wort ist jetzt der Clubobmann der NEOS, Matthias Strolz. Herr Vizekanzler, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, das ist die Debatte zur rauchfreien Gastronomie, ja oder nein? Und ich finde es eine unglaublich zynische Debatte. Das ist eine Entscheidung auf Leben und Tod und da kann man noch einmal so viel mit Augen rollen, wie man will. Das, was Sie hier machen, das ist verantwortungslos. Und Sie wissen es ja genau. Das ist verantwortungslos. Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen? Sie sind für die Gesundheit verantwortlich der Menschen. Und es gibt genügend Studien, die das einwandfrei belegen. Und ich bin kein Visionär, der glaubt, dass morgen die drogenfreie Gesellschaft ausbricht. Herr Strache und ich haben auch schon gemeinsam eine Zigarette geraucht. So ist es nicht, ja? Und das ist eben nicht zynisch, sondern dass Sie sich an sowas erheitern, das zeigt nur, dass Sie überhaupt nichts verstanden haben. Dass Sie nichts verstanden haben. Dass Sie in einer Art ignorant sind. Sie nehmen bewusst Tote in Kauf. Sie nehmen bewusst Tote in Kauf. So hart ist das, wenn Sie befragt werden, Frau Ministerin. Wir haben 13.000 Tote in Österreich jedes Jahr durch die Spätfolgen von Rauchen. 13.000 Tote. Und die Frage ist, wie viel sind davon Passivraucher? Herr Präsident, darf ich fortsetzen? Wie viel davon sind Passivraucher? Und Sie sagen, das kann man nur schätzen. Dann, Frau Ministerin, stimmt das nicht. Es gibt, und ich erwarte hier, dass Sie sich mit der Wissenschaft beschäftigen. Es gibt Studien, zum Beispiel der Universität Wien, gemeinsam, also Forscher der MedUni Wien und des Messerli-Forschungsinstitutes, die sagen 2017, dass es allein in Österreich sind ca. 1000 Personen, die durch Passivrauchen sterben. Das sind 2 bis 3 Österreicher, die täglich durch Passivrauchen sterben. Und jetzt sagen Sie, das soll weiter so geschehen. Sie sagen, weiter sollen täglich 2 bis 3 Österreicher durch Passivrauchen geschehen. Der häufigste Ort für Passivrauchen ist die Gastronomie. Es ist die Gastronomie. Es wird weiter die Gastronomie bleiben. Sie wissen. Es gibt noch 17 Redner. Sie können noch genügend Argumente vorbringen. Ich bitte, den Redner ausreden zu lassen. Sie wissen das und Sie wissen das. Sie haben ein schlechtes Gewissen und Sie entscheiden sich fürs Sterben. Alle, die eine Ahnung haben von Gesundheit, reden nicht. Wo ist die Gesundheitssprecherin der ÖVP, Frau Schwarz? Sie kommen nicht heraus und sprechen nicht, weil Sie ein schlechtes Gewissen haben. Wo ist der Apotheker Kenyak von der FPÖ? Sie wissen, Sie kommen nicht heraus, Sie sprechen nicht. Wo ist die Frau Berlakovic? Sie wissen es als Ärztin, Sie kommen nicht heraus, Sie sprechen nicht. Wo ist der Herr Abgeordnete Smolle? Er war Chef der MedUni in Graz. Herr Smolle, Sie wissen es, dass Sie hier das Sterben und den Tod befördern. Sie wissen es, Sie kommen nicht raus, Sie stellen sich nicht der Diskussion, aber Sie werden sich mit einem Entscheid hier weiterhin fürs Sterben entscheiden. Das ist nicht okay. Es ist nicht okay. Sie stellen parteipolitische Taktik über den Tod von 2 bis 3 Österreichern pro Tag. Das ist die wissenschaftliche Evidenz. Das ist die wissenschaftliche Evidenz. Und Sie müssen sich schon fragen, das ist die wissenschaftliche Evidenz. Schauen Sie. Noch einmal. 2 bis 3 Tote durch Passivrauchen in Österreich pro Tag. Wissenschaftlich erwiesen. Der häufigste Ort im gesellschaftlichen Kontext des Passivrauchens ist die Gastronomie. Das sind Zentren des gesellschaftlichen Lebens. Schauen Sie, hätten Sie den Mut zur Aufrichtigkeit, dann würden Sie hier den Clubzwang aufheben und dann haben Sie keine Mehrheit. Das wissen Sie haargenau. Sie wissen das haargenau. Sie entscheiden sich fürs Sterben und für Ihre parteitaktische Linie. Das ist nicht in Ordnung, meines Erachtens. Sie wissen, Frau Ministerin, es geht natürlich um den Rauch, es geht auch um die Zusatzstoffe. Wir wissen, dass es hunderte Zusatzstoffe sind. Insgesamt 90 davon beim Rauchen werden als
wahrscheinlich krebserzeugend oder krebserzeugend kategorisiert von Gesundheitsexperten. Sie wissen, dass es davon Stoffe gibt, wie zum Beispiel Acrolein. Das sind halt toxische Zusatzstoffe, die dem Tabak beigefügt sind. Die werden sogar über die Haut aufgenommen. Und diese Stoffe haften an, sagen Experten, an Tischplatten, an Kleidung, an Vorhängen, an Stofftieren. All diese wissenschaftliche Evidenz haben wir. All diese Wissen, nein, nicht zu Hause verbieten. Ja, schauen Sie, natürlich, ich sage, es gibt keine drogenfreie Gesellschaft. Die Menschen werden weiterhin auch rauchen. Die Menschen werden weiterhin auch rauchen. Und noch einmal, ich rauche auch selber ab und an eine Zigarette. Aber ich bin verdammt noch mal hier ein Politiker und habe Verantwortung. Und Entschuldigung, ich bitte den Abgeordneten Strolz, ausreden zu lassen. Es gibt noch genügend Möglichkeit, die Gegenargumente vorzubringen. Und es ist sicherlich für unser Hohes Haus wirklich auch ganz klar, dass wir das ausreden lassen. Auch dem Präsidenten, der Abgeordnete Greif. Ich erwarte von jedem Einzelnen von Ihnen, dass Sie Rollenklarheit bekommen. Sie handeln hier als Politiker und Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Haben wir darüber Evidenz, dass 2 bis 3 Personen durch Passivrauchen pro Tag in Österreich sterben, dann haben wir dagegen was zu unternehmen und dann haben wir die rauchfreie Gastronomie zu gewährleisten. Sie wissen das alle, Sie drucken das weg und Sie entscheiden sich fürs Sterben. Ich finde, das ist absolut grotesk. Und wenn ich dann, Herr Strache, Ihnen zuhöre, dass Sie sagen, ich will eh eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die ÖVP fesselt mich. Und dann höre ich den Herrn Kurz und der sagt, ich will eh eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die FPÖ fesselt mich. Dann frage ich mich, ist das ein Selbstfesselungsverein dieser Regierung? Ist das ein Bondage-Club? Oder was ist mit euch? Sie haben für das Volk hier den Rahmen zu setzen. Das ist beklemmend, das ist erbärmlich und das ist verantwortungslos, was Sie hier machen. Gabriel Obernostra, du bist der Einzige, der nachher noch sprechen wird von denen, die von den 28, die damals schon einmal sich für eine rauchfreie Gastronomie entschieden haben. Ja, was ist mit dir? Was sind die Argumente, dass du hier eine 180-Grad-Änderung machst? Und die anderen haben nicht einmal den Mund, da auszukommen. Die drucken sich weg. Gegen jede wissenschaftliche Evidenz entscheiden Sie sich für das Sterben. Herr Smolle, noch einmal, Rektor der einer medizinischen Universität, haben Sie einen aufrechten Gang oder nicht, dann können Sie hier nicht mitstimmen. Dann müssen Sie hier gegen die Clublinie stimmen. Dann machen Sie einen Aufstand im Parlamentsclub der ÖVP. Habt ihr Cojones oder nicht? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich bitte, die Ausdrucksweise zurückzunehmen, und zwar sofort. Oder Ordnungshof. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte. Aber es ist schon so, dass das beklemmend ist. Es ist ja schon so, dass das beklemmend ist, was Sie da aufführen. Das ist ein wirkliches Trauerspiel. Ein wirkliches Trauerspiel. Sie können erhobenen Hauptes hier rausgehen und sich für den Antrag entscheiden, den wir heute einbringen, dass wir sagen, dann führen wir es einer Volksbefragung zu. Deswegen bringe ich hier den Entschließungsantrag ein, der Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich einen Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung vorzulegen. Die Fragestellung soll lauten, sind Sie für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie, ja oder nein? Diese Volksbefragung kann hier rasch Klarheit sorgen und Sie können Ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir werden im weiteren Schritt, sobald Sie hier im Gesundheitsausschuss aufschlagen mit Ihrem Gesetzesvorschlag, natürlich auch eine Volksabstimmung beantragen. Wenn Sie, Herr Strache, liebe FPÖ, wenn Sie hier die Leute nicht verschaukeln wollen, sondern für voll nehmen, wenn Sie das tun wollen, was Sie vor dem Wahltag verkündet haben, nämlich das Volk einzubinden, dann können Sie sich doch nicht gegen solche Dinge stellen. Dann geben Sie in dieser Frage, wo fast 500.000 Menschen innerhalb von 2 Wochen schon Unterstützung gegeben haben, dann geben Sie dem Volk hier auch die Chance, die Weichen zu stellen. Hören Sie auf, Wahltaktik über Menschenleben zu stellen. Das ist unwürdig, das ist Ihrer nicht würdig und das ist eine Verletzung Ihrer Amtspflichten als Politiker und gewählte Volksvertreter in diesem Land. Das wissen Sie ja genau. Schämen Sie sich! Ja.
NEOS-Klubobmann Matthias Strolz mit scharfer Kritik an Gesundheitsministerin und Regierung. Man nehme bewusst Tote in Kauf, so Strolz hier in dieser emotionalen Debatte zum Rauchverbot. Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ist genügend unterstützt und steht somit in Verhandlung.